Bevor wir loslegen und wenn ihr hier neu seid, vergesst bitte nicht, Abo zu klicken und auch die kleine Glocke zu drücken. Auf die Art und Weise vergesst ihr auf keinen Fall, wenn ich was Neues bringe. Und wenn ihr Toy News wollt, folgt mir auch auf Instagram und auf Facebook. Yo, moin Freunde, alles gut bei euch? Willkommen zurück in der Nerdcrate 2 zu einem neuen New Age Review. Wir kennen das Mode schon. Ich habe ihn euch schon gezeigt. Lukulu da oben. Das war die Delta Magnus Variante von diesem Ultra Magnus. H27, ich glaube das war H27, ne? Genau. H27 W Conquest und H28 Octavian Ultra Magnus. So heißt das ganze Set, oder? Powered Conquest. Einiges drüber zu sprechen. Diese Variante ist halt umgekehrt. Bei den Delta Magnus habe ich euch so gezeigt, wie er geliefert wurde. Vom Truck zum Robot. Jetzt gucken wir das Ganze umgekehrt an. Vom Robot zum Trailer mit kleinem inneren Bot und dann zum kompletten Truck. Aber wie immer, zuerst die schicke Box, die wie immer schön Diaclone nachempfunden ist. Das ist so der Stil bei New Age Toys. Das erste Release in Cartoonfarben kommt eigentlich interessanterweise kreuzüber als die Variante Diaclone. Das heißt, bei Delta Magnus wenn das Delta Magnus wäre, so rum, dann wäre das hierbei eigentlich die blau-silber-rote Variante. Hierum haben sie es so gemacht. Ist auch perfekt nachgefunden. Ich stehe total auf die Boxen von New Age Toys. Den spitze aus. Auf der Seite hier den Octavian. Oben war es richtig schön passend, wie es damals ein bisschen actionmäßig war. Die Aufnahme mit japanischen Schriftzeichen. Auf der Seite nochmal Octavian. Unten drunter hier nochmal. Da sehen wir den Conquest nochmal innen drinne. Und auf dem Rücken, das ist ein Fail. Da haben sie das Ding nicht richtig rum geprintet gehabt. Da haben sie sich bestimmt hinterher auch aufgelegt. Müsste ja so 180 Grad drehen. Habt ihr ein Stück vom Fotoshoot und innen drinne normal Clamshell und alles, was ihr dabei habt, habt ihr in kleinen Tütchen eingefasst. Das aus dem Weg haben wir auch schon alles, wo mit Magnus zu kommen. Wir haben das übliche Faltblatt, was quasi Diaclone perfekt ist. Wir haben dann hier so ein bisschen japanische Schriftzeichen und hier dann ganz groß den Bot nebenan. Das ist ganz wichtig. Ich falle das jetzt nicht auseinander. Das ist die übliche New Age Anleitung, wo das ganze Rot hervorgehoben ist. Keinerlei Schmerzen. Da kommt der Kerl mit drei Waffen. Und zwar kommt er einmal hier mit einem richtig schicken Ion Blaster oder Ion Cannon für den Prime. Die kennen wir aber auch schon, die Waffe, aus sämtlichen David Reviews. Sowieso schon in unterschiedlichen Farben, aber einfach ein bisschen Silberfarbe hier innen drin in dem Ventilation Shaft, sag ich mal. Das funktioniert ganz gut und der Rest auch. Schöne Sculpt Details. Dann haben wir hier die Magnus Waffe, wie sie im Endeffekt quasi perfekt ist. Ich finde sie immer ein bisschen stummelig. Aber sie passt auf jeden Fall, alles übrigens 100% in den Ports, ne? Keine Probleme. Schöne Sculpt-Details hierbei. Und wir haben noch einen zusätzlichen Blaster. Da muss ich mal rausfinden, was das ist. Das blende ich euch ein. Vielleicht ist das wo zu stehen. Vielleicht steht das irgendwo. Ist das irgendwo zu stehen? Was war denn das für ein Deutsch? Da steht das irgendwo, was das für einer ist. Aber der sieht jedenfalls auch sehr schön. Das kann man quasi dual-wielden, ne? Dass er hier festhält und dann oben drauf festhält als Griff und so richtig so gegenhält. Das ist ganz cool. Und wir haben final noch Hände. Die kommen auf zwei Sprues, zwei Zeigehände und zwei Posierhände. Da kann man dann zum Beispiel die Matrix drauflegen. Feature kommt nämlich gleich auch noch. Dreht ihr einfach ab. So wie ganz stumpf und dann habt ihr hier die zusätzliche Hand. Und modelliert sind die in üblicher New Age Qualität mit ein bisschen Gelenken mit dabei, die einmodelliert sind. Innen drinne ein kleines bisschen Waffle, aber ich denke, das ist zu entschuldigen. Und das gesehen, das kriege ich normalerweise nicht auf Kamera, lässt sich einmal frei austauschen, null Probleme. Dann besagtes Feature, Magnus kommt nämlich mit seiner Matrix Chamber, sowohl als auch, also im großen Bot als auch im kleinen. Im großen macht ihr die Klappe hier vorne einmal auf, wie es auch alles sein soll. Und dann könnt ihr die eine ein bisschen reindrücken und dann kommt ihr ganz leicht an die Klappe ran, macht das Ding einfach auf. Und dann habt ihr hier die kleine Matrix Chamber aus dem Prime, aus dem inneren Prime-Robot. Ne? Ich muss auch mal gucken, wie der Kerl genau heißt, aber TF Wiki to the Rescue. Und der hat noch kein Autobot-Symbol. Da muss ich nochmal bei. Der Truck hat eins. Naja, kommt jedenfalls gut. Die Matrix lässt sich relativ schwer rausnehmen. Hakt da mal ein bisschen ein, wie wir das gerade jetzt so sehen. Das ist uncool. Jetzt ist sie rausgekommen. Ist etwas schwierig, aber was dann cool ist, sie ist schick, sie ist voll bemalt und sie ist tatsächlich diecast. Na komm her. Da ist er. Sieht gut aus. Kein Problem. Der Blub in der Mitte an blauer Farbe ist vielleicht ein bisschen viel, aber allein schon, dass da eine Diecast-Matrix drin ist, das ist allein schon cool. Lässt sich vernünftig schließen und sieht auch dann wieder top aus. Und somit kommen wir noch zum Magnus. Da ging es ganz schnell. Und der sieht klasse aus. Mag ich extrem gerne. Ist eine meiner liebsten Figuren von New Age Toys. Ich habe ihn dreimal.
Ich habe ihn in der Toy-Variante, den ich euch auch zeige. Das wird dann definitiv das schnellste Review. Ich habe die Delta-Magnus-Variante, einfach weil ich den Style cool finde und ich mir nicht extra ein Masterpiece Magnus hole, um diese Farbe zu haben, sagen wir mal ehrlich. Und ich habe den klassischen und den habe ich dann von meinem quasi Mini-Target 2006 Display, wo dann Galvatron ziemlich irre auf ihm rumsitzt. Sieht toll aus. Einmal kurz rundherum, ne? Also klar, es ist jetzt Parts-Forming, hier hinten sieht man eine Menge davon. Mich stört es aber nicht. Mich stört es nicht. Gehört dazu. Schön farbig hinten drauf, sogar mit Weiß abgesetzt. Das sieht toll aus und von vorne sieht er gut aus. Man sieht auch hier ein bisschen grau. Aber wie gesagt, mich stört es überhaupt nicht. Das ist der Preis von einem Rüstungs-Magnus. Ich mag das sogar, dass man hier oben drauf das sieht. Das macht ihn quasi zu was, sowas ein bisschen wie ein Duo-Bot. Ich finde es cool. Ich finde es sehr, sehr cool. Sieht spitze aus. Schön, das Headscarf ist perfekt. Kann man nicht anders sagen. Das Headscarf ist perfekt. Schön die großen Augen, diese großen Scheiben, die er hat. Spitze. Ich mag die Sculpt-Details auf den Armen, dass die durchkommen. Das finde ich cool. Bisschen Farbe hier auf der Brust mit dabei. Sonst unbemaltes rotes Plastik, aber da habe ich sowieso nicht Schmerzen mit. Die kleinen Raketen ist quasi auch ein Feature. Kann man auch abziehen. Also könnt ihr auch Pew Pew mitspielen. Das ist schön. Haben einen kleinen Rastpunkt, habe ich glaube ich gerade gemerkt. Ja, die sind leicht geformt. Da rasten die ein. Raketen selber gut modelliert. Null Probleme, auch die Arme, schöne Vorarmdetails, spitze aus. Der ganze Hipskirt, der ganze Schild hier vorne ist alles bemalt. Sieht auch spitze aus, toll bemalt aus. Also da haben sie, witzig, an der Seite haben sie keinen Weiß. Das ist bescheuert, das hätten sie zu Ende durch machen müssen. Aber naja, was soll's. Sein App Crunch, was man braucht, um ihn denn als Magnus vernünftig zu kombinen, ist ein bisschen lose. Das ist aber meines Erachtens nach so ein bisschen Cost of Doing Business, weil irgendwo muss da so ein Gewackel auch mal hin und da bleibt nicht mehr öfter so viel Platz und das schwächste Kettenglied, das ist dann nun mal dieser Teil, dann passiert das. Er ist so in Proportion noch nicht 100% perfekt, ist ein bisschen dackelbeinig, aber wie gesagt, das ist meines Erachtens nach Kleinkram. Dafür kriegt man hier ein super toll aussehenden Magnus ansonsten. Schienbein. Abteil ist super modelliert, das innere Weiß vom Prime kommt toll durch, mit ein bisschen Rot extra, hier, das kommt auch durch, aber von vorne sieht man es kaum. Und die ganzen, wow, das war die Sorceress, die hatte ich hier noch stehen. die ganzen Details hier innen drinne kommen ganz toll, also an der Seite des Beines kommt Spitze raus, sowas bringt mich immer voll aus dem Konzept, ne? Also toller Bot, sieht spitze aus und macht sehr viel Spaß mit dem zu spielen, in Anführungsstrichen, wie man das in unserer Zeit jetzt zur Macht spricht. Fotos und generell Posen und mal gucken, wie ich den jetzt aufstelle, aber nicht irgendwie hier Pew Pew Laser Gun, ne? Ist klar. Artikulation, dafür, dass der so vollgeknallt ist mit Rüstung, ist der halt echt voll. Wird natürlich im inneren Prime noch ein bisschen anders. Kopf kommt nach oben, Kopf kommt nach unten. Wenn ihr noch ein bisschen was haben wollt, dann könnt ihr das so ein bisschen noch rausziehen. Dann kriegt ihr noch so ein Müh mehr, ist aber schön. Dann könnt ihr so richtig schön I can deal with that, ne? Das ist schön. Arme kommen rundherum. Wir haben, das ist ein Problem, das kann mal passieren. Ah, ich dachte, man kann vielleicht die Funktion hier zum Rausziehen vielleicht nutzen als Butterfly. Das geht leider nicht. Gibt aber auch Schlimmeres. Gibt auch Schlimmeres. Braucht er nicht. Schönes Detail, der hat halt hier ein Pack und da ein Pack. Ihr könnt das Ding entweder reinfalten oder ihr könnt das rausnehmen. Und dann ist so oder so aber auch Platz in der Rakete. Das wollte ich zeigen. Das ist mir noch aufgefallen. Das ist cool. Selbe sozusagen auf der anderen Seite. Das ist spitze. Arme kommen, wie gesagt, rundherum. Er schafft nur so viel nach außen, kommt aber mit dem Pylon hier auch noch ein Stück zusätzlich, sodass es irgendwo knapp unter 90 Grad hängt. Das reicht aber auch vollkommen meiner Ansicht nach. Rotation am Arm funktioniert kein Problem. Mushroom Pack, Single Jointed Elbow, weit über 90 Grad, null Problemo. Wir haben Handgelenk, das ist drehbar. Das macht ein bisschen Probleme. Dafür kann ich euch aber empfehlen, tatsächlich dann einfach die Hand rauszuziehen, wenn er irgendwas anderes machen soll. Sonst ist das aber halt drehbar. Und eigentlich auch unproblematisch. Das sind sowieso, wie gesagt, das ist ein Parts-Forming-Magnus. Ich finde, da muss man immer auch ein bisschen Abstriche machen. App Crunch, wie gesagt, aufgrund des Hip-Skirts ist hier die große Armatur für den inneren Prime, was das Ganze ermöglicht macht. Rotation, daher auch dann hier rum, kein Problem. Wir haben die Beine vom inneren Prime, was dann die Möglichkeit gibt für einen vollen Front-Split und für den vollen Spagat. Also voll in Anführungsstrichen, leichte
Leichte Abzüge in der B-Note, aber auch nur leichte. Die Rüstungsstücke kommen ein bisschen ab. Das ist halt dem Engineering geschuldet. Da lässt er dann auch eben ein paar Federn, das ist so, aber es lässt sich schnell wieder zusammenbauen. Knie, Doppelgelenk aufgrund des Primes, ist dann aber auch spitze für den Magnus, null Problemo. Und wir haben sogar einen Rocker, der vernünftig rauskommt, hier um die Beine gewickelt. Aber nichts, um irgendwie den Toe oder den kompletten Fuß irgendwie anzuwinkeln. Also totally decked out. Sieht super aus und ich denke, Monchichi wird sich auch noch dran erinnern. Ja, den kenne ich auch noch. Der sieht toll aus. Man kann halt den ganzen Klumpatsch hier und so alles abnehmen, ne? Ja, genau. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann sieht der sieht quasi so aus. Und bloß denn, das sind die ganzen Rüstungsteile und das ist der quasi innere Bot. Da siehst du hier noch was von den grauen Beinen. Ja, ist schon geil, oder? Ja, der macht mir total Spaß. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ist schon richtig. Genau, Vergleich 1 will ich euch einmal nur mal so zeigen, den bringen wir gleich wieder hin. Hier habe ich noch einmal den Delta Magnus, den hatte ich kurz rumtransformiert für ein neues Thumbnail, damit das auch von den Thumbnails her einigermaßen zusammenpasst. Sehen wir gleich im Truck Mode wieder, ich habe den jetzt nicht großartig durchtransformiert, sollte euch aber so auf jeden Fall auch zeigen, wie krass der Unterschied zwischen Delta und Ultra Magnus ist. Und dann haben wir eben meinen Toy Deco Shelf, daneben haben wir halt den X-Magnus, das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, also wesentlich mehr Türkis und noch ein bisschen mehr Weiß da dran. Ist halt schon nochmal umstilisiert für die Sendung. Da haben wir RC, da haben wir den kleinen Mirage, Jetfire, der kleine Cosmos, der kommt auch bald, Cyclops muss ich euch auch nochmal zeigen. Also es gibt da ein paar Sachen und Quatsch, habe ich fast den falschen gegriffen. Und dann hier unten haben wir einmal dann den Galvatron, wie er normalerweise auf ihm eigentlich drauf sitzt im Truck-Modus und hier auch nochmal den Cyclops. Also ihr kommt da nicht hin, aber da hinten habt ihr Grimlock. Ich denke, das gibt euch eine ganz gute Idee, wo der ungefähr liegen sollte. Ah, ich habe den Hephaestus jetzt bei meinen Mortal Kombat-Geschichten, aber was ich euch nochmal zeigen kann, da muss ich bloß das Licht einmal wegdrehen. Haben wir hier noch final den Scale mit Michael. Dann reißen wir den Kern mal auseinander. Hier nehmen wir den einmal auseinander. Da haben wir hier nämlich diesen Port und da haben wir diesen Pack. Da lösen wir den von ab. Das machen wir auf beiden Seiten. Klack. Und dann können wir diesen ganzen Teil einfach einmal abziehen. Das ist Nummer 1. Nummer 2, wir ziehen den Appcrutch ein bisschen auseinander und nehmen sein Rüstungsstück hier ab. Das können wir dann, wenn wir schon dabei sind, das ist der kleinere Teil, schon mal so auf links drehen. Der wird dann nämlich entsprechend so eingepackt, dass das restliche Chassis dann einmal so abdeckt. Dann haben wir das. Dann nehmen wir die Rüstungsdetaile für die Beine. Dann haben wir das und dann nehmen wir den Teil. Das lösen wir hinten einmal ab. Da hatten wir hier hinten nämlich diesen Pack, der war an diesem Port. Das hier vorne lösen wir einmal ab. Die Klappe machen wir einmal auf. Und dann ziehen wir den ganzen Fuß einfach raus. Der war mit diesem Pack hier hinten in diesem Port drin. Und das machen wir auch auf der zweiten Seite. Ab, auf, raus. White Magnus einmal an die Seite gestellt, bauen wir den Kram mal im Final zusammen. Die Rampe machen wir einmal komplett auf. Das Ding machen wir komplett auf. Das Pack, komm ein bisschen näher ran hier. Hier und hier ein. Dann öffnen wir das hier, bringen das in einen Winkel. Das kommt hier runter und der Teil kommt einfach hier vorne vor. Und dann drehen wir noch die Räder einmal um. 1, 2, 3. Fertig. Mit den beiden Hälften fertig können wir die einfach schon mal hier zusammenpacken. Und der Teil kommt hier mit diesem leicht trapezförmigen Pack zusammen. Können wir dann auch einfach an die Seite packen. Dann haben wir hier die Teile. Das ist witzig gemacht. Die packen nämlich. Packen die hier ein? Oder packen die? Packen hier ein. Die kommen dann nämlich. Ich glaube, das hat sich so angehört. Genau. Einer kommt so rein. Das legt sich wirklich ziemlich cool hier rein. Das macht Spaß, das ganze Zeug zusammen zu tun. Das kommt hier rein und der Teil kommt dann entsprechend so rum. Einmal hier in die Seite rein und der Teil, dann müsst ihr das ein bisschen auseinanderziehen, aber nicht viel. Packt dann hier rein und schließt das ganze Programm hier unter so ziemlich gut ab. Dann kommen wir zum Magnus. In eine Richtung oder die andere ist für mich immer ein bisschen schwieriger. Versuchen wir mal unser Glück. Wir müssen die Arme hier einmal splitten. Die tun sich da teilweise ein bisschen schwer. Fingernagel einmal rein, dann geht das schon mal so, klack, die Hände bringt ihr rein, müsst ihr dabei so ein bisschen drehen, das ist so ein bisschen suboptimal. Dreht das so ein bisschen, so, dann habt ihr den Teil, dann könnt ihr den ganzen, nehmt die Raketen am besten ab, die fliegen euch sowieso hundertprozentig ab, absolut, die fliegen euch mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ab. So, das machen wir ab, dann öffnen wir den Arm, na wo ist er? Da war nicht. Hier war. Den öffnen wir hier. Machen wir lang. Das Ganze, seht ihr schon, dreht sich entsprechend. Und kommt dann hier hin. Das ist dann nämlich gleich die Front vom Truck. Das ganze Ding dreht ihr demnach
einmal nach hinten, damit das Autobot-Symbol auch sichtbar ist und ihr hier die ganze, ja, weiß ich nicht, die Tragkraft für die Autos habt. Das ist ja am Ende Autocarrier. Den Arm dann entsprechend auch hoch. Manchmal hakt das manchmal alles. Das ist, ist nicht immer 100%. Das ist das Ding. Ich verteidige New Age die meiste Zeit, aber die sind nicht perfekt. Das ist aber auch das Ding, was man bei solchen Sachen einfach sagen muss. Das ist nicht 100, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Genau, den hier, so rum ist besser. So rum, zack, bringen das hier hoch und dann den Pack zusammen, klack. Und hier hatten wir besagten Pack, den ich vorher eingedreht habe. Hier, den drehen wir raus, dann kann man das hier zusammenbringen. Und dann haben wir final noch die zwei Pylonen dann später. Die kommen hier zusammen. Dann haben wir den ganzen Teil, richten das ein bisschen aus. Dann kommt der Magnus-Kopf, dreht ihn am besten 100. Das kann auch mal passieren. Das ist mir tatsächlich gerade das erste Mal passiert, aber ich habe davon gehört. Aber es lässt sich einfach wieder einpacken. Null Problem. Dreht ihn einmal am besten 180 Grad, dann versteckt sich der Kopf nämlich unten ein bisschen besser. Und dann nehmt ihr diesen Teil und setzt das hier rein. Sorgt am besten mit dem Teil für sowas wie erste Arretierung. Das hat für mich das letzte Mal eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. So, dann haben wir den Teil schon mal. Dann machen wir das. Der Kopf kommt hier rein. Und dann seht ihr schon, wo die hinführen. Ne? Da haben wir hier die kleinen Ports an der Innenseite hier drin. Sprich, wir ziehen das noch mal ein bisschen auseinander. Eins, den zweiten auch. Klack, dann haben wir das. Und dann haben wir den Trailer quasi auch schon fertig. Was fehlt? Exakt, die beiden Raketen. Sprich, einer hier rein, einer hier rein. Und dann haben wir schon mal den Trailer für Magnus fertig. Dann kommt man schnell zum Powered Convoy. Die Beine haben wir schon komplett fertig. Das ist nämlich die Kombination oder die Art, wie der transformiert sein muss, damit ihr seine ganze Rüstung einmal daran pellen könnt. Um den zu Ende zu bringen, ziehen wir das am besten einmal auseinander. Dann haben wir die Arme und so weiter, haben wir hier quasi fertig. Das Problem ist, das funktioniert für diese Art und Weise nicht. Das bedeutet, wir müssen das ganze Ding nochmal auseinandernehmen. Dafür ziehen wir das hier hinten auch nochmal hin, können den Kopf schon mal rausholen, weil der ganze Klumpatsch kommt da sowieso rein. Dann ziehen wir das einmal raus. Klack. Das zieht sich dann entsprechend hier mit raus. Dann können wir den Teil schon mal wieder rumdrehen, damit wir den Platz haben, um diese Teile einmal rauszuholen. Macht euch so viel Platz wie möglich. Das ist der eine Tipp, den ich euch bei diesem Kerl geben kann. Macht euch so viel Platz wie möglich. Dann müssen wir das ganze Programm nämlich nach umdrehen. Und wir rotieren diese Teile hier. Das hat die eine Richtung gesperrt und dann die andere. Das ist so dieses USB-Anschluss-Syndrom. Und dann drehen wir das um. Und dann haben wir nämlich die Arme auch schon entsprechend fertig. Dasselbe auf der anderen Seite. Raus, rum, 180, nochmal rum und das nach vorne. Dann haben wir das. Und dann kommen nämlich die Paneele wieder hier an die Seite. Lasst euch da auch ruhig Zeit für, weil diese Paneele, wo die Türen und so weiter dran hängen, die können sich auch mal gern intern bei diesem ganzen Zeug verfangen. Sage ich ganz ehrlich, das kann passieren. Legt das schön flach hier rein, dann könnt ihr den Kopf hier oben reinlegen, dann könnt ihr das hier hinten hinlegen, dann rotiert ihr den Teil wieder rum, bringt diese Paneele wieder rein, damit das schön flach liegt und bringt das runter. Und dann haben wir den Powered Convoy tatsächlich, den inneren Prime, der auch später tatsächlich in Comics wie Dreamwave Einzug gehalten hat, fertig. Der da ein patriotischeres Repaint, das euch eben nachgelesen wurde, vom Battle Convoy, was dann später Optimus Prime wurde. Ist eine saugeile Deko, finde ich super gut, mag ich total gerne. Dieses Perlmutt, ich will immer Pearlescent sagen, weil wenn mir das deutsche Wort im ersten Moment immer nicht einfällt, aber dieses Perlmutt ist absolut fantastisch, das bringt den total zum Schillern. Und sieht spitze aus. Mal gucken, ob man das ein bisschen einfangen kann hier. Ja, tatsächlich so ein bisschen. Ne? Hier, da schillert das die ganze Zeit so metallic. Das ist total schön. Auch auf der Brust. Genau, besagtes Feature kann ich nochmal eben zeigen. Da kommt ihr dann jetzt natürlich auch wesentlich besser ran. Schön mit der Prime Chamber, mit der Matrix Chamber. Das ist schick. Silberbemalte Lampen. Die klar blauen Details hier vorne auf dem Arm sehen spitze aus. Und auf dem
Hipskirt, das Headskirt von New Age Toys Magnus oder auch Prime, müssen wir nichts mehr drüber sagen. Das ist eigentlich Perfektion. Sieht absolut spitze aus. Jetzt alles drumherum silber bemalt, die Augen metallic rot, sieht total geil aus mit hellblau für Visor und Crest. Sahne, wirklich Sahne. Also was New Age Toys mit dem David Bowl rausgehauen hat. Also ich meine jetzt auch nicht nur, oh, noch ein Repaint und noch ein Repaint. Nein, nein, ich meine schon qualitativ. Ist wirklich Wahnsinn. Das ist der One Release. Der hat noch ein Single Jointed Elbow. Der Re-Release von David, also die voll artikulierte, wo der Unterkörper anders ist, Variante, hat tatsächlich Double Jointed Elbows. Das seht ihr in meinem Comic David Review. Genau. Artikulation ist natürlich im Endeffekt dasselbe, bloß jetzt ein bisschen abgewandelt. Die Arme kommen hier dazu, sprich, die kommen jetzt über 90 Grad nach oben, trotzdem immer noch rundherum. Wir haben diesen zusätzlichen Knick für die Transformation zum Truck. 90 Grad Ellbogen hier, Rotation oben über dem Ellbogen, sieht zwar komisch aus, aber qualifiziert, und Rotation aufgrund der Hände. Die Hände sind übrigens auch dieselben wie die für Magnus, das passt, oder ihr, wenn es euch nicht passt, dann nehmt ihr welche von einem anderen Prime, gibt es halt auch viele. Und wir haben halt die Rotation, das ist halt dieselbe Rotation wie, das ist halt ein bisschen locker, das ist ein bisschen schade, da kommt ein bisschen Kiki rein, dann passt das auch, wo der F-Crunch und die Rotation für den Magnus dann herkommt. Single Hip Skirt sieht immer furchtbar aus, aber braucht man auch tatsächlich nicht groß, weil die halt komplett runterkollabieren. Und darüber haben wir jetzt dann auch die komplette Artikulation mit Hip Skirts zur Seite. Sieht dann so zwar mal ein bisschen merkwürdig aus, aber dann könnt ihr den Ballpack einmal hier reindrehen. Null Problemo. Und wir haben Rotation hier drum, Rotation da drum. Und wir haben einen vollen, einen Hour Rocker, weil der entsprechend für die Transformation so herhalten muss. Ja. Ja, der Magnus ist schon toll. Ist ein Killer-Ding. Auch von hinten sieht das toll aus. Schade, dass man das nicht irgendwie anders okkupieren kann. Hier hinten ran, so über ein Double Joint oder sowas, dass man hier die Sculpt-Details hat, anstatt ein Loch. Aber wenn euch das nicht passt, dann könnt ihr dann wenigstens sagen, okay, Loch ist vielleicht ein bisschen doof, aber dann kann man wenigstens sowas hier machen. Sieht vielleicht auch nicht doll aus, aber na, kommt da wenigstens damit und dann könnt ihr eine Pose machen, wer die Waffe zieht. Also ein schönes Ding ist das definitiv. Und dann könnt ihr den so ganz heroisch neben seinem Trailer stehen lassen. Macht doch auch was her. Die zweite. Dann das ganze Video rückwärts. Den ganzen Trailer, den ganzen Bot machen wir einmal auf. Überall Disney Cat her. Das machen wir hier auf. Dann ziehen wir den ganzen Oberkörper auseinander. Diese Paneele flippen, der zweite flippt runter. Dann zieht ihr das Ganze raus. Wie gesagt, so viel Platz wie nur irgend möglich. Dreht das ganze Programm schon mal rum und rotiert die ganze Stoßstange. Deswegen auch so das Ganze hier innen drin senkrecht machen wir. Auf die Art und Weise kommt ihr hier am allerbesten vorbei. Dann habt ihr das schon mal. Dann nehmen wir den Kopf. Der kann schon mal so ganz seicht da drin verschwinden. Nehmen dieses Panel, was wir aber... Das sind so Reihenfolgefehler, die mache ich manchmal ganz gerne. Das passiert. Bringt das zuerst raus. Und das und das. Dann habt ihr nämlich den Platz hierfür. Macht das gerade, rotiert das 180 Grad. Rotiert die Arme wieder zurück, bringt die hier zur Seite, macht das hier auf der Seite genauso, rum, rein, rum, zack, dann haben wir das schon mal, bleiben wir bei den Armen, wir haben hier unten diese Klappe, machen wir auf und dann wird das nämlich angewinkelt, ich muss noch was gucken, habe ich fast falsch gemacht, nee, das ist das, was ich meine, und dann könnt ihr das öffnen und dann verschwindet nämlich diese ganze Klappe tatsächlich nicht hier hinter. Wenn man den zurückdreht, passiert das ganz gerne. Sondern so. Genau. Dann dreht ihr noch die Hand rum. Weil auf die Art und Weise wird der Handrücken so ein bisschen doppeln als Sitz. Bringt das dann hier rein. So, dann könnt ihr das Ganze schon vernünftig anwinkeln. Wie gesagt, Platz machen. Und dann muss das 90 Grad sein. Und den Teil bringt ihr hier hinten, gesehen, ne? Pack und Port, sprich da schön anwinkeln, wie sein muss. Und das Ganze rein, jetzt kann der Kopf auch rein und das ganze Teil kann hier hinten verschwinden. Dasselbe macht ihr. Bringt die Hüftportion am besten hier nach hinten hin, dann haben wir die Stoßstange ja auch schon. Dann bringt ihr das kleine Fenster von der Tür hier nach oben, dasselbe auf der anderen Seite. Und dann haben wir hier nämlich, seht ihr das, was ich meine, ne? Dann haben wir hier nämlich die Hand reingedreht und das ist dann quasi der Sitz. Dann können
die Teile hier nach oben, die nach oben. Wir müssen die Hüfte tatsächlich drehen, weil dieser Teil packt dann hier unten gleich ein. Da kommen wir aber gleich zu. Nicht jetzt, nicht zu früh machen. Und wir winkeln jetzt das vernünftig an, bringen das rein und schieben die Stoßstange hier rein. Dann kollabiert das alles und dann werdet ihr nämlich auch sehen, dass die Radkästen nämlich hier unten ansetzen. Mal vernünftig zusammenschieben, dann gehen die Türen auch zu. Das räumen wir hinterher alles vernünftig auf, weil jetzt kommen wir nämlich zu den Beinen. Die sind ein bisschen tricky. Wir müssen zuerst das einmal rumbringen. Das rumdrehen, damit wir nämlich auch diese hier zuhalten können. Dann müssen wir das 180 Grad drehen. Wir öffnen dann diese Klappe, bringen das hier hin, drehen das so und können jetzt nämlich das schon mal nach vorne bringen. Der ganze Teil ist über dem Slider. Das muss auch tatsächlich, weil dieser Teil nach hinten muss. Und dann kollabiert das ganze Programm so. Das ist so eine quasi interessante Version von Combiner Wars, sag ich mal so. Das bringt sie dann hier runter und dieser ganze Klumpatsch, der rotiert hier unten drunter und das legt sich hier hinten hin und das legt sich hier hin. Dasselbe macht ihr für die andere Seite. Wenn ihr das dann so grob habt, dann könnt ihr auch, ich habe einen Punkt vergessen, dann kann das nämlich auch nicht passen. Bringt das nochmal kurz auseinander, wenn ihr das auch vergessen habt und rotiert diese Platte. Auf die Art und Weise kriegt ihr das Ganze nämlich alles wesentlich besser zusammen und das ganze Cap passt da nämlich auch hin. Dann bringt ihr die Klappen entsprechend runter und das hier rein, bringt das hier hinten zusammen, dann haben wir das und final, weil ihr merkt ja schon selber, das ganze Cap ist ein bisschen schlodderig, dann könnt ihr das final einpacken, dass das alles schön angewinkelt zueinander passt, bringt die Klappe hin und dann haben wir die Zugmaschine nämlich auch schon fertig. Dann könnt ihr die zum Beispiel auch einzeln so hinstellen. Sieht ganz schick aus, aber was soll ein Magnus ohne seinen Trailer? Hinten auseinanderziehen, wieder zusammendrücken. Und dann habt ihr New Age Toys H27W mit korrekt transformierten Rädern in seinem Alternate-Mod. Ah, ist doch Sahne, oder? Ist doch Sahne. Ist eine tolle Transformation, bisschen fiddelig hier und da. Aber man will sich ja auch ein bisschen Mühe geben und man will ja auch ein bisschen für das arbeiten, was man hat. Das ist das Ding. Betonung auf ein bisschen. Ich will mich heutzutage nicht mehr kaputt machen, was Transformation angeht. Ne? Und die Dinger von New Age Toys, die sind das, wie ich immer so schön sage, das ist so das Epitome. Das ist so der Inbegriff davon, was man tatsächlich meines Erachtens nach machen kann. Sieht toll aus, schön lackiert hier. Die ganzen Permut-Details kommen super rüber. Rot lackierte Stoßstange sieht Sahne aus. Ist das hier? Nee. Ist kein Paint Scratch, ist tatsächlich nur ein bisschen Fusselkram hier vorne drin. Kommt super rüber. Witzig, wie sie die Sohle vom Fuß als Tank für den Alternate Mode hier gemacht haben. Und packt halt spitze ein. Sieht toll aus. Jede Menge Vroom Vrooming. Trailer sieht klasse aus. Man kann jetzt nicht groß irgendwelche Autos da reinpacken. Ne? Das ist so das Problem, klar. Aber wir können auf jeden Fall die Klappe hier dann trotzdem runterbringen. Das geht dennoch. Liegt nicht ganz auf. Hätte man vielleicht ein Extender drauf machen müssen. Nein, nicht den Moto-Charakter. Ansonsten ist das doch absolute Spitzenklasse. Klar, das mit dem Mushroom-Pack hier, das ist ein bisschen doof, aber das ist so Kleinkram. Das ist so Cost of Doing Business. Und das kann ich hierbei durchaus verschmerzen. Das ist kein Vergleich, aber weil es einfach geil aussieht, haben wir hier nochmal die Delta Magnus-Variante. Ich denke, das ist ein ziemlich fettes Bild. Und die Dinger, die machen wahnsinnig was her. Tolle Truck-Modus, bemalt. Spielspaß. Oh, was will man denn mehr? Die Dinger, ey, das geht nicht weg. Ey. New Age macht mir so einen wahnsinnigen Spaß. Das ist völlig absurd. Jo, Freunde, und unter dem Gusto hatten wir dann auch New Age Toys H27W Octavian und H28 Conquest. Keine Ahnung, warum sie das doppelt benannt haben. Ist für mich quasi nur Mittel zum Zweck, weil das ist der Rüstungs-Ultra Magnus, wie wir ihn kennen. Durch Dreamwave und auch tatsächlich durchs G1-Spielzeug. Und irgendwie mussten die ja den Prime da reinbauen. Super geiles Stück. Super geiles Stück. Meines Erachtens nach auch, wie ehrlich gesagt, ganz viele New Age-Teile, eine Sternstunde in den Third-Party-Transformers. Wir haben mega Verpackung, die richtig schön respektvoll
die alte Box referenziert, alles ist sicher drinne, abgehakt, super. Wie gesagt, kleines Heftchen wäre noch ganz schön, habe ich ja fast vergessen. Kleines Heftchen wäre ganz schön gewesen und dann innen drinne, weil die geben sich total viel Mühe, auch vielleicht was vom Fotoshoot, das sage ich jedes Mal. Aber nichtsdestotrotz ist das an sich sonst fehlerfrei. Wir haben eine tolle Präsentation somit. Wir haben einen super aussehenden Truck, der hier vorne dann direkt schon drin sitzt. Das sieht absolut Granate aus. Der ist toll modelliert. Der bringt jede Menge Spielspaß. Vielleicht noch PVC-Reifen anstatt kompletter Hartplastik wäre ein bisschen besser, weil so kratzt der hier einfach nur auf dem Plastik lang. Sieht aber wahnsinnig aus. Schöne Proportion. Die Reifen vielleicht hinten ein bisschen hoch, aber sonst alles durchmodelliert. Sieht spitze aus, fasst alles ein. Toll lackiert, wo es lackiert ist. Permutbemalung, Metallic-Bemalung. Das ist, ich habe da nicht viel mehr. Das sind so die Dinger, da kann man mit mir nicht allzu viel falsch machen, muss ich euch tatsächlich sagen. Das Engineering ist spitze, ist nicht immer fehlerfrei bei New Age Toys. Bei den meisten Figuren ist tatsächlich, dass der Oberschenkel ein bisschen Probleme macht, dass er locker wird. Hierbei ist es der App Crunch passiert. Ist einfach so. Das ist a man-made thing. Was soll man da sagen? Da muss man auch so ein bisschen meines Erachtens da ruhig bleiben und das Ding einfach für das genießen, was es ist. Und das ist hierbei eindeutig dann auch mit einem tollen Robot-Mode, sowohl für den weißen inneren Prime als auch für den Magnus. Eine Spitzenfigur, die wahnsinnig Spaß macht, die tolle Artikulation bietet, die wahnsinnig aussieht, die euer G1-Display, sei es jetzt Toy, wenn ihr euch den holt, oder sei es nur ein Diaclone, oder wie ich jetzt gerade versuche, mir so ein bisschen ein alternatives Transformers The Movie Diaclone Shelf fertig zu machen oder halt auch die X-Variante für die G1-Toy-Geschichte definitiv ausfüllt. Es ist eine wahnsinnige Zeit, um Sammler zu sein. Ich sage das immer wieder gerne und warum zum Geier ist der, ich ja mal so machen kann. Nee, Spitzenteil. Absolute Spitzenteil. Ich muss mal gucken, ob ich Lilly erwische. Die war ganz viel am Pennen. Es ist schönes Wetter. Sie genießt die Sonne und das Fenster auf. Und ansonsten kommt direkt ein Cut. Und der Cut sollte es sein. Ich habe sie dann doch schlafen lassen. Ich will sie ja doch nicht stören. Muss ja auch nicht sein. Ist ja am Ende auch mein Spielzeug. Leute, das war H27W Octavian von New Age Toys im Review heute. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kleines Feature zum Schluss. Das habe ich vergessen. Die Türen könnt ihr natürlich auch aufmachen. Ich erzähle da groß vom Innenraum und dann zeige ich euch das nicht mal. Das geht also auch. Wahnsinniges Ding. Ich hoffe, wenn ihr euch den holt, ihr habt ganz viel Spaß. Sagt mal Bescheid. Habt ihr den in der Krankenwagen, irgendwas ist ja immer. Habt ihr euch den zugelegt, in welcher Fassung auch immer? Haut's mal in die Kommentare, ich würde es ganz gern wissen und ich wünsche euch einen super Rest von diesem langen Wochenende. Genießt das schönes Wetter, wenn ihr es könnt, seid da frisch, fromm, fröhlich, frei und bleibt brav und bleibt gesund. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten und ich sehe euch ganz bald. Und tschüss.